Ich habe begonnen mit der Persönlichkeitspathologie. Es gibt Menschen, die einen der Waffel haben. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht die richtige Denke ist. Ich glaube, dass es in der gesunden Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie so viele Merkmale gibt, so viele Hinweise gibt, wie wir ein glückliches und erfolgreiches Leben führen können, dass wir uns damit alle beschäftigen sollten. Wer von euch kennt Menschen, die so richtig einen an der Waffel haben? Wer gehört zu diesen Menschen, die so richtig einen... Nein, Scherz, Scherz, Scherz. Warum spreche ich über dieses Thema? Das ist tatsächlich ein sehr persönliches von mir. Und zwar habe ich mich in einer ganz anderen Lebensphase wirklich sehr intensiv mit Menschen beschäftigt, die psychische Störungen hatten. Ich fand das schon immer spannend, also in die Knoten, in die Geschichten, in die Sackgassen von Menschen reinzutauchen. Und habe deswegen unter anderem auch Medizin studiert. Also ich wollte immer Psychiater werden. Das war einer meiner Hauptmotivationen damals. Und es war so, ich habe sogar eine Doktorarbeit gemacht im Bereich der Psychiatrie. Man sieht das jetzt hier. Das ist meine Doktorarbeit. Ich bin in den Knast gegangen und habe die Häufigkeit von Persönlichkeitsstörungen gemessen. Das war eine ziemlich intensive Erfahrung, also für die, die sich fragen, sind die jetzt irgendwie gestört oder sind die kriminell, die sind ganz oft beides. Aber das Interessante ist, was das mit mir gemacht hat. Und darauf möchte ich jetzt kurz kommen, denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man durch die Welt läuft, wenn man so mit bestimmten Mustern durch die Welt läuft, dann sieht man plötzlich das, worüber man sich dauernd Gedanken macht. Und bei mir war das damals so, dass ich plötzlich in dieser Zeit, wo ich Psychiatrie gemacht habe, plötzlich überall Störungen gesehen habe. Und das ist nicht so angenehm. Also du triffst jemanden, der ist nicht so gut drauf und du willst dem ein Antidepressivum verschreiben. Oder es ist jemand sehr gut drauf und du denkst dir, auch eine Prise Lithium. Ja? Bisschen schwierig, aber wenn du mit Menschen zusammen bist, die irgendwie so Ideen haben und du denkst, oh, Narzissten. Und ja, irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, dann dieses Thema mit diesen Persönlichkeitsstörungen, Krankheiten und psychischen Störungen erstmal so komplett beiseite zu lassen, musste mich wirklich trainieren, erstmal diese ganzen Dinge nicht zu sehen. Jetzt ist es trotzdem so, dass man ja trotzdem eigentlich davon was hat, wenn man Menschen so auf einen Blick einsortieren kann. Und ich möchte euch jetzt so ein System vorstellen, wie ihr Menschen mit relativ wenigen Kategorien sofort in so ein Raster packt. Und Vorsicht, das ist echt hochsüchtig machend, was ich euch jetzt erzähle. Das ist eine sehr simple Technik, das kann jeder zu Hause auch nachmachen. Das ist eine sehr alte Technik, die stammt vom alten Hippokrates. Das war so der Urarzt, schon 400 Jahre vor Christus. Er hat gesagt, es gibt vier Charaktere auf der Welt. Die Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker und Choleriker, habt ihr alle schon gehört. Und für mich, als Mensch, der sich immer mit inneren Schweinehunden beschäftigt, ich habe das so ein bisschen auf diesen inneren Schweinehund adaptiert. Wer von euch hat auch schon Erfahrung mit seinem inneren Schweinehund gemacht? Wer hat einen besonders großen inneren Schweinehund? Wer hat einen so großen inneren Schweinehund, dass er jetzt nicht mal mehr den Arm hochkriegt? Okay. Also meinen inneren Schweinehund, den nenne ich Günther. Das hier ist mein innerer Schweinehund und ich gehe ganz kurz durch, wie ich das mit der Günther-Terminologie immer erkläre. Und zwar, wenn innere Schweinehunde motiviert sind, dann sind die deswegen motiviert, weil sie entweder Ziele haben oder Routinen. Ich mache es relativ simpel, das ist eine Metapher, mit der ich immer wieder in Seminaren arbeite. Vielleicht kennt sie auch der eine oder andere von mir. Das ist ein Park, der ist voll mit Tiefschnee. Wie kriegst du deinen inneren Schweinehund da rein, hier unten der Eingang in den Park? Gib dem einen Grund. Also setz hier oben in die Ecke so eine Fressbude rein, ja? Und dann sagt der Günther, los, yippie, hier gibt's was zu fressen rein in diesen Tiefschnitt, Dopaminausschüttung im Kopf, so unsere Leistungsdroge, wir wurschteln so und so in diese Richtung. Und das ist so die Grundmotivation. Ich sehe, wozu ich was tue und dann mache ich's. Okay? Jetzt ist das Interessante, wir laufen auf dem gleichen Weg wieder zurück, am nächsten Tag vorbei. Günther sagt, gestern war da was zu fressen, schau mal, ob das noch da ist. Und wir laufen da wieder rein, wir laufen her, hin und her, das machen wir 10 mal, 20 mal, 300 mal, es entsteht eine Spur. Und deswegen machen wir Menschen bestimmte Dinge so gerne immer wieder. Das sind Routinen. Routinen sind toll, die helfen uns im Leben. Manchmal verändert sich das Leben, da kommt ein Riese am Park vorbei, setzt die Fressbude von links nach rechts. Und jetzt ist das irgendwie anders. Und jetzt gibt es so ganz typische Reaktionen, wie innere Schweinehunde darauf reagieren. Die Günther-Rasse Nummer 1, das ist der sogenannte Routine-Günther. Kennt ihr die? Wenn du einen Routine-Günther hast, du siehst, die Fressbude hat sich verändert, du verstehst, was das heißt. Und dann kommt der Günther und sagt, geh den alten Weg, die Bude kommt zurück. Ja, die sagen so Sätze wie, eins nach dem anderen, immer mit der Ruhe, haben wir schon immer so gemacht, machen wir morgen auch so, muss mal den Chef fragen, sollen die anderen erstmal anfangen. Kennt ihr solche Leute? Die haben keinen Weg zu dieser Fressbude, die haben da eine Autobahn. Und bevor die einmal zur anderen Seite gehen, gründen die eine Gewerkschaft.
die wenden so viel Energie in die Verhinderung der Veränderung auf, dass wenn sie diese Energie in die Veränderung steckten, im Leben viel erfolgreicher wären. Schwieriger Satz, ich sagte nochmal, die wenden so viel Energie in die Verhinderung der Veränderung auf, dass wenn sie diese Energie in die Veränderung steckten, im Leben viel erfolgreicher wären, korrekt? So, also ich sehe ein paar Nicken, okay. Danke für das Klatschen, aber wahrscheinlich verscherze ich es mich jetzt, glaube ich, mit euch, weil der zweite Günther-Typ, der zweite Schweinhund, das ist der Besserwisser Günther und sorry, das ist der kleine Schwabe im Kopf. Ich bin im Schwabenland sozialisiert, also ich bin hier aufgewachsen in der Gegend, die darf Schwaberwitz machen, okay, ist das in Ordnung? Das sagt so Sätze wie, Träume sind Schäume, der Teufel ist ein Eichhörnchen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So einfach kann man das nicht sagen. Muss ich noch mal in kleingedruckt nachlesen. Kennt ihr die? Die haben folgendes Thema. Die kennen diesen Weg zur Fressbude ganz genau. Die kennen den auf den Millimeter genau. Die haben den abgemessen, nicht nur einmal. Kennen den besten Einfallswinkel in den Park, beste Schrittgeschwindigkeit, besten Windwinkel, ja? Beste Tageszeit zum Durchlaufen. Ist denen aber scheißegal, wenn die Bude da drüben steht. Für diesen so Bücher geschrieben nach dem Motto Think out of the box. Machen wir was ganz Verrücktes, lass mal 5 gerade sein. 5 ist aber nicht gerade. Ja? Die muss man manchmal hier so mühsam wegrupfen, wir hinsetzen, sagen, und ist da was zu fressen, sagen die, ja, kann aber theoretisch nicht sein. Okay? Dann. Ganz anders wiederum die typische Schweinhunderasse Nummer 3, das ist die sogenannte Cholero-Günther. Kennt ihr die? Also du oder er, jetzt oder nie, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gerade und der frühe Vogel fängt den Wurm. Kennt ihr solche Leute? Also bei denen, die leben sozusagen in der Vogelperspektive über diesen Park, die wissen immer ganz genau, wo die Fressbude ist, die kennen die Strategie, die kennen die Taktik, die sehen das Ziel. Problem bei denen ist, die gehen meist nicht selbst zur Fressbude. Denn das können die delegieren. Nur fürs Delegieren muss man kommunizieren. Und Kommunikation ist deren Stärke nicht. Kommunikation ist für einen Cholero-Günther, wenn ihm jemand zuhört. Dem hört man aber nicht so gerne zu. Der ist gerne ein bisschen ruppiger, als es sein muss. Der richtet gerne so einen sozialen Flurschaden in Gruppen an. Schon mal erlebt? Ihr betretet so ein Großraumbüro, so Stimmung ist geknickt, ist kurz vorher ein Cholero-Günther durchgelaufen, ja? Das sind die, für die muss man so Bücher schreiben, wie nach dem Motto, du musst den anderen abholen, wo er steht. Wiederhole mal in eigenen Worten, was dein Gegenüber gesagt hat. Nee, hat er nicht gesagt, probier es nochmal. Ja? Also die müssen lernen, dass sie im Leben schneller vorankommen, wenn sie so ein bisschen vom Gas gehen, okay? Übrigens, wenn man so einen Cholero-Günther richtig dolle ärgern will, wisst ihr, wie das geht? Wie kriegt man Cholero-Günther innerhalb von nur 2 Minuten auf 180? Idee? Das ist ganz leicht. Lass die doch einfach mal mit einem Routine-Günther zusammenarbeiten. Okay? Also, das dauert 2 Minuten, beide kotzen im Strahl. Die finden sich furchtbar. Es ist wirklich, wirklich ganz schlimm. So, und dann gibt es noch die Schweinehunderasse Nummer 3 und Nummer 4. Das ist der sogenannte Aktions-Günther. Ich sag auch keine, das ist so der Kölner unter den inneren Schweinehunden oder der Dopamin-Junkie, ja? Also, der sagt so Sätze wie Hauptsache Action, alle Menschen sind Freunde, probieren geht über studieren, wenn sich auf die Fresse haut, dann stehst du wieder auf, das Leben ist schön, wenn nicht so läuft, wird schon wieder, kennt ihr solche? Also der Dopamin-Junkie unter den inneren Schweinehunden, dem ist ziemlich egal, wo hier die Fressbude steht, der hat Spaß am Tiefschnee. Ja, der läuft so 3 Meter geradeaus, ja, dann findet er das ein bisschen langweilig, dann läuft er hier hin, findet er langweilig, dann macht er mal eine 8 oder mal so einen Schneeengel, ja. Und am Ende kennt er fast den ganzen Park, aber der verhungert. Kennt ihr solche Leute, ja? Also, das sind die Menschen, denen muss man sagen, nicht nur neue Dinge anfangen, sondern Dinge auch tatsächlich fertig machen. Und Achtung, natürlich, wir Menschen sind natürlich so Mischwesen aus diesen 4 verschiedenen Schweinehundetypen. Also Vorsicht, wenn ihr euch jetzt bei genau einem Typen wiedergefunden habt, das nennt man Persönlichkeitsstörung. Habt ihr... Habt ihr schon eine grobe Idee, was ihr für ein Menschentypus seid? Wollen wir das mal kurz herleiten und wirklich passt jetzt auf, weil es könnte sein, dass ihr jetzt einiges über euch lernt. Es gibt eine relativ simple Möglichkeit, das in so einem Semi-Test irgendwie einfach mal so aus der Hüfte zu schießen und sich ungefähr einzuschätzen. Wir malen jetzt mal dieses Koordinatenkreuz und ihr denkt bitte mal mit und guckt mal, wo ihr seid. Es gibt Menschen, die sind eher extravertiert und es gibt Menschen, die sind eher introvertiert. Einverstanden?
Es gibt Menschen, die sind mit ihrer Umwelt eher so aktiv im Umgang und es gibt Menschen, die reagieren auf ihre Umwelt eher so zurückhaltend. Okay? Wollen wir es mal kurz durchgehen. Woher kommt das? Warum ticken die Menschen so? Der Extravertierte, das ist derjenige, der sagt, die Umwelt muss mich irgendwie unterhalten. Also der trifft die anderen Menschen, der interagiert mit der Umwelt, der sieht Chancen, der lebt sozusagen in seiner Vogelperspektive des Lebens, denkt in die Zukunft, aber häufig nicht so im Moment. Der findet das toll heute Abend, der kennt wahrscheinlich schon alle Menschen, die hier um ihn herum sitzen. Und der Introvertierte, der findet all das so ein bisschen anstrengend. Der Introvertierte gewinnt Energie alleine, für sich zu Hause, Türe zu. Für den beginnt der richtige Spaß heute Abend, wenn er im Auto sitzt, Türe zu, nachdenken kann. Ja? Das sind diejenigen, die leben so eher im Moment, die sind eher so sensorisch, die gucken auf das, was ist, nicht auf das, was sein könnte. Ja? Der Extravertierte, der da oben, der Aktive, der sagt, hey, guck mal, im Leben das und das und das, der denkt schnell, aber nicht unbedingt das Richtige. Andersrum. Der denkt schnell, aber manchmal macht er Fehler. Der hier denkt eher langsam, aber macht die Dinge meistens sehr, sehr richtig. Ist das klar? Also diejenigen, die denken die Dinge in der Tiefe durch. Die leben in der Gegenwart, verpennen manchmal die Zukunft. Die leben in der Zukunft, verpennen manchmal die Gegenwart. Habt ihr das ungefähr? Okay, so jetzt passt mal auf. Gebt euch doch bitte mal so einen groben Wert. Seid ihr eher hier oben angesiedelt oder seid ihr eher hier unten angesiedelt? Habt ihr das? Versucht euch bitte für eine Seite zu entscheiden, ja, das ist manchmal schwierig, ich weiß, aber versucht es trotzdem, okay? So, dann gehen wir weiter. Es gibt Menschen, die sind eher, sagen wir mal, die Denker und dann gibt es Menschen, das sind eher so die Fühler. Dann gibt es Menschen, die Denker sind, das sind diejenigen, die meistens auf ihre Umwelt häufig irgendwie gestresst reagieren. Ja, weil die Umwelt dann häufig nicht das macht, was die wollen. Die Fühler reagieren meistens auf ihre Umwelt sehr, sehr angenehm. Die finden das toll. Wo ist der Unterschied? Der Denker, der will von A nach B. Der Denker hat einen Plan, der hat ein Ziel. Ja? Der Denker, der ist auch wirklich willensstark, der möchte irgendwo hin. Und wenn der irgendwie gestört wird, findet er doof. Korrekt? Der Fühler, bei dem ist das anders. Dem Fühler, dem geht's gut. Im Moment. Ja, ja, alles ist schön. Ich lasse mich unterhalten. Der Denker, der findet das total klasse, Aufgaben zu erledigen. Was machen wir jetzt? Wo sind die Ziele, die Pläne und so weiter und so fort? Ja? Aufgabenorientierung bei dem Führer, dem ist es völlig egal. Der sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was wir tun. Hauptsache, wir sind zusammen. Okay? Also, wo seid ihr? Seid ihr tendenziell eher hier drüben oder seid ihr tendenziell eher hier drüben? Habt ihr es? So, und jetzt wollen wir mal herausfinden, was ihr so für ein Menschentypus seid, okay? Jetzt verbindet mal gedanklich die beiden Regionen, die ihr so herausgefunden habt. Also vielleicht seid ihr hier und hier oder hier und hier, habt ihr das? Hier möglicherweise, entweder seid ihr hier oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier was verbinden könnt, okay? Oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier unten etwas verbinden könnt. Oder ihr habt herausgefunden, dass ihr hier unten auf der linken Seite etwas verbinden könnt, okay? So, und jetzt bin ich mal gespannt. Stuttgart, wir machen jetzt mal eine Erhebung, wo ihr alle seid. Wer von euch ist in diesem oberen Quadranten gelandet? Bitte Arm hoch. Wunderbar, wer von euch ist in diesem Quadranten hier gelandet? Bitte Arm hoch. Wer ist in diesem Quadranten gelandet? Bitte Arm hoch. Wer ist in diesem Quadranten gelandet und traut sich jetzt nicht, sich zu strecken? Okay. Wer ist in diesem linken unteren Quadranten gelandet? Okay, pass auf. Jetzt kommt der Moment der Selbsterkenntnis, weil das ist total spannend. Erstmal, wenn du hier oben links gelandet bist, dann bist du der klassische dominante Typus. Ein dominanter Typus bedeutet, du bist ein klassischer Cholero-Günther. Wenn du hier gelandet bist, dann bist du ein klassischer Initiativer-Günther. Man könnte auch sagen, du bist ein klassischer Aktions-Günther. Wenn du hier unten rechts gelandet bist, dann bist du der stetige Typus. Und wenn du hier unten links gelandet bist, dann bist du der gewissenhafte Typus. Man könnte auch sagen, ein waschechter Schwabe. Und jetzt pass auf. Was bedeutet das alles? Was bedeutet das alles? Gehen wir es mal kurz durch. Was sind das für Typen? Also dominanter Typus, was ist der? Der ist willensstark, der ist wetteifernd, der will Ziele erreichen. Prima. Ohne dominante Menschen würde die Welt da draußen nicht funktionieren. Die starten Projekte, die machen die Projekte zu Ende. Solltest du ein dominanter Typus sein, hervorragend. Vorsicht, du hast einen Schwachpunkt. Wenn du es übertreibst, dann ärgerst du andere Menschen. Dann bist du tyrannisch. Dann blockst du Gefühle ab, dann erreichst du Menschen nicht, du verärgerst sie, insbesondere verärgerst du die hier unten, die dir genau gegenüber sind. Kennt ihr das?
Kennt ihr so Leute, wo man sagt, der ist eigentlich ein richtiges Arschloch? Achtung, wenn du so denkst, dann bist du in der Regel ein grüner Typus, ein stetiger Typus, der den Dominanten nicht mag. Warum? Der Stetige, wie tickt der? Sozial, achtsam, ermutigend, mitfühlend, freundlich. Der will, dass Dinge funktionieren. Der sorgt auch dafür, dass Organisationen funktionieren. Weil der kann die ganzen Routinetätigkeiten machen. Der kann sich auf die Sachen konzentrieren vor ihm. Das kann der dominante Typus nicht. Der findet Team auch toll, wenn die anderen halt machen, was er will. Klar? Der hier kann nur Team, der will Team, den findet Team super. Und entsprechend ist er ziemlich empfindlich dem da oben gegenüber. Und jetzt Achtung, liebe dominanten Leute, habt ihr auch schon mal so ein paar Stetige in der Umgebung, die ab und zu sauer sind auf euch? Woran erkennst du, ob ein Stetiger sauer ist? Der schweigt. Und dann muss man zu dem hingehen, muss man sagen, ist was, wie reagiert er? Nee. Ich nix. Ich nix. Und jetzt, was muss man dann machen? Dann musst du nochmal hingehen, ist was, ist wirklich nichts, nein. Und irgendwann mal sagen, ist, ja, bumm, und dann kommt. Ich nenne das Emotional Ketchup Burst. Kennt ihr das? Wenn ihr so eine Ketchupflasche umbaut und ihr haut so oben drauf und dann bumm, alles auf einmal. Ja? Also, im Prinzip, es hilft bei dem einfach nur eine Sache. Also hast du so einen Stetigen mal irgendwie sauer gemacht, bitte in den Arm nehmen und kuscheln. Ja? Und wenn der das nicht will, Abstand halten, Schokolade zuwerfen. Es funktioniert, ja? Gehen wir weiter. Wie ist der Initiative-Typus drauf? Der Initiative, der ist kommunikativ, der ist gesellig. Hey, yippie-yay, der hat alle Leute getroffen, der macht Party hier auf der Bühne, trifft die Menschen, geil, yeah, yeah. Cool, Stuttgart, wie geht's euch? Geil, ja, so einer. Stimmung. Neue Dinge, Vertriebler, Aktivität, alles toll. Problem, manchmal nicht immer so durchdacht. Chaos, ja, vernünftig ist wie tot, nur vorher. Kennt ihr solche Leute? Also die sind toll, fangen neue Dinge an, sind initiativ, prima. Die haben häufig ein Problem mit dem hier, dem sogenannten gewissenhaften Typus, der ist ziemlich genau gegenüber. Was ist der gewissenhafte Typus? Ja, der ist häufig so ein bisschen reserviert, der ist so ein bisschen ruhig. Warum? Der analysiert halt, der ist bedächtig. Ja, der guckt nach Zahlen, Daten, Fakten, der will genau wissen, sind die Dinge richtig. Was der macht, der verzettelt sich dabei manchmal im Detail. Und er wirkt tatsächlich auf andere Menschen mitunter ein bisschen still, ein bisschen zurückhaltend. Ja? Und also wenn es hier so einen Antitypus gibt, der sagt, boah, das ist irgendwie ein kalter Fisch. Ja? Der ist irgendwie komisch. Der sagt, der hat ADHS. Und die Kunst ist, wirklich herauszufinden, wer wir sind und dementsprechend einfach zu leben. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, das herauszufinden. Manche Leute von euch werden sagen, das war jetzt so ein bisschen arg grob. Und das kann man ja so nicht sagen. Wenn man so richtige Tests macht oder so richtige Persönlichkeitsanalysen, kriegt man natürlich sehr stark in die Tiefe. Das ist beispielsweise eine Insights-Analyse, die man hier sieht. Da seht ihr beispielsweise eine etwas andere Darstellung. Hier unterteilt man beispielsweise hier nochmal die verschiedenen Farben in Zwischentypen. Ja? Das kann man alles mit wenigen Klicks, kann man so eine Persönlichkeitsprofile machen. Ja? Das sind die gesamten Typen, die herauskommen. Oder hier, was ihr jetzt hier seht, das ist der Persolog-Test. Das ist wahrscheinlich der derzeit erfolgreichste und meistgeklickte Persönlichkeitstest auf der Welt. Der hat über 2 Millionen Leute haben den schon geklickt, haben den schon mal verwendet. Das heißt, da sind richtig valide, statistisch valide Datenbasis-Ergebnisse drauf. Ja? Und hier unterscheidet man nochmal 20 Typen. Und wenn ihr so eine Analyse mal gemacht habt, das ist ein wahnsinniges Erkenntnis für euch, wer man so ist. Also beispielsweise das hier, das ist so ein Kurztest und so ein Quick-Check. Das ist beispielsweise ein sehr dominanter Typ. Der hat aber auch einen Initiativenanteil. Ja? Und so ein bisschen Gewissenhaftigkeit, so ein bisschen Stetigkeit. Übrigens, bei Gedankentanken kann man so etwas auch umsonst machen, so einen Kurstest. Ja? Und wenn du so eine richtig lange Analyse machst, diese langen Analysen, das sind dann solche Dinge, das ist der Wahnsinn. Du beantwortest so einige Fragen, dauert so 10 Minuten und du bekommst hinterher ein Manual und die Leute haben den Eindruck immer wieder, woher kennen die mich? Haben die mit meinem Partner gesprochen? Ja? Komisches Gefühl. Ja? Also du bekommst so eine richtig genaue Analyse und demnach kratzen wir alle bei dem, was ich gerade gesagt habe, nur an der Oberfläche, das geht wirklich um einiges tiefer. Was möchte ich euch damit sagen? Zurück zum Anfang. Ich habe begonnen mit der Persönlichkeitspathologie. Es gibt Menschen, die einen der Waffel haben. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht die richtige Denke ist.
Ich glaube, dass es in der gesunden Psychologie, in der Persönlichkeitspsychologie so viele Merkmale gibt, so viele Hinweise gibt, wie wir ein glückliches und erfolgreiches Leben führen können, dass wir uns damit alle beschäftigen sollten. Das heißt, Tipp Nummer 1, erkenne dich selbst. Je besser du dich kennst, desto besser kommst du im Leben voran. Und wenn du das nicht verstehst, dann kann es sein, dass du in Sackgassen landest. Also dass du beispielsweise als gewissenhafter initiativen Job machen musst. Das macht depressiv. Ja? Oder wenn du beispielsweise ein dominanter, initiativer Typ bist und du musst irgendwie in so einem ganz stetigen, strukturierten Umfeld arbeiten, wie das gewissenhafte oder stetige Typen können. Also streng genommen, die sind häufig tatsächlich veränderungsresistent. Die sind tatsächlich wirklich ein bisschen hibbelig. Und das bedeutet, dass du manchmal an so Grenzen kommst in deinem Leben. Kennt ihr Menschen, die im falschen Job sind? Wart ihr vielleicht auch schon mal im falschen Job? Ja, also wenn du so als dominanter Typ beispielsweise in so einer Behörde arbeitest, ja? Kleiner Beamtenwitz, treffen sich zwei Beamte auf dem Flur, sagt der eine, kannst du auch nicht schlafen. Okay, ja, schlecht. Ist schlecht, Entschuldigung allen Beamten gegenüber, tut mir furchtbar leid. Aber genau das ist der Punkt. Ja? Also wenn du den Eindruck hast, du bist so in der falschen Umgebung, das ist mit das Mieseste, was dir im Leben passieren kann. Also erstens, erkenne dich selbst und mach was draus. Nächster Tipp, wenn du irgendwelche Macken hast, dann versuche, diese Macken irgendwie in den Griff zu kriegen. Also jeder, der jetzt bei einem Typen wirklich genau gesagt hat, das bin ich, Vorsicht. Das könnte sein, dass du es ein bisschen zu sehr bist. Jeder, der gesagt hat, boah, das ist ein Typ, den hasse ich. Vorsicht, das könnte sein, dass du ein bisschen zu wenig bist. Es kann sein, dass du zu wenig durchsetzt. Es kann sein, dass du, wenn du so ein grüner Typus bist, dass du zu wenig Mut hast. Kann sein, dass du zu sehr an irgendwelchen starren Strukturen festhältst. Hier kann es sein, dass du zu sehr in die kleinen Details reingehst. Da muss man üben, mutiger sein, Dinge neu anzufangen, in der Oberfläche sozusagen zu denken. Und hier kann es tatsächlich sein, dass du dich im Leben teilweise zu hibbelig anstellst und mit ein bisschen mehr Ruhe einfach zu besseren Ergebnissen kommst. Und der dritte Tipp. Ich glaube, das ist großartig, dass wir alle so unterschiedlich sind. Umarmt diese Unterschiedlichkeit. Dadurch, dass wir Menschen alle unterschiedlich sind, kommt unsere Menschheit voran. Würden wir alle über einen Kamm scheren, wäre es die komplette Gleichheit und es wäre total blöde. Und wenn ihr den Eindruck habt, dass jemand gegenüber euch ist, der einen an der Waffel hat, dann liegt das ganz häufig an euch selbst. Und für alle diejenigen, die sagen, oh, Friedrich, das war mir jetzt so ein bisschen zu platt. Man kann doch Persönlichkeiten nicht so einfach reinkategorisieren. Ja, du hast recht. Jawohl, das ist wirklich platt gewesen, was ich dir gesagt habe. Aber es ist eine Möglichkeit, Menschen auf einen Blick relativ schnell einzuschätzen. Und wenn ihr jetzt hier rausgeht und sagt, alles klar, ich habe jetzt Persönlichkeitspsychologie verstanden, den möchte ich auch sagen, Vorsicht. Es ist nur ein Modell. Ein Modell ist nicht die Realität. Also jetzt sagt nicht, hey, du bist ein Blauer, du bist ein Grüner, du bist ein Stetiger. Das ist es nicht. Es sind Denkanstöße, okay? Und wenn ihr jetzt da rausgeht, dann denkt bitte an einen Satz von einem lieben Freund, den ich sehr bewundere, das ist der Boris Grundl, der sagt, das ist eine Kunst, Schubladen zu benutzen und sie offen zu lassen. Benutzt diese Schubladen. Ich wünsche euch ganz viel Selbsterkenntnis. Vielen Dank fürs Mitdenken und ein richtig erfolgreiches Leben. Dankeschön. So, du hast mir jetzt etwa 20 Minuten zugehört und ich vermute, du hast dich selber die ganze Zeit gefragt, was bin denn ich für ein Typ? Und dann lass uns das doch jetzt herausfinden, und zwar statistisch valide, nicht nur grob geschätzt. Mach also jetzt, wie im Vortrag angekündigt, die kostenfreie Persönlichkeitsanalyse von Gedankentanken und finde heraus, wer du bist.